Im Schatten des Mondes. Und dann? Fragten sie sich. Nichts, erwiderte die Stimme. Die schwere, eiskalte Verriegelung brachte schon beim Anblick die Vorstellung, sie geht nur von innen durch ein Elektromagnetfeld auf. Darüber hinaus schließt sie sich auch wieder von innen durch eine Handlung des Öffnens. Shiva! Shiva! Schrie jemand im Nachbarraum, als sie wieder jemand auf den Tisch packten. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Hauptsache viele. Das Licht ist zu grell. Dimmen Sie es. Dimmen Sie es. Keuchte einer. Nützt nichts, sprachen die Experten. Wir sehen alles von innen, auch wenn wir das Licht herunterfahren oder gar ganz ausblenden würden. Da sprach die Stimme zu sich selbst. Wo ist meine Brille, dass ich sehe in der Dunkelheit? Sie haben keine, erwiderten die Fortgeschrittenen. Es wurde immer kälter, dunkler und kälter. Sie können. Plötzlich liefen zwei, ein BH, Nachbarzimmer, Schwester. Wenn nicht sie, dann ihre Augen. Vor der verriegelten babylonischen Ebene hockte ein Chamäleon. Grünes Gras, blaues Wasser. Grünes Wasser, blaues Gras. Zwietracht. Im Eierbocher des Innenraumens erbrochene Erkenntnis von sichtbar gewordenen. Und draußen ein Schuss in die Luft. Gegrummel. Und die Person, die erbrach, erkannte? Selbst eingeführtes Erbrochenes. Händel präsentierte dann die Sinfonie, da diese siegte für sich, was auch gut so war. Das Innenleben transformierte sich, so dass es sich am Ende relativierte, ob sich die Tür nun von innen oder von außen öffnen ließe. Denn in diesem Moment war die Lichtschranke verschwunden und nur noch ein Torbogen war zu erkennen.